Hallo lieber Assassin's Creed 3 Remaster Zocker, hier das nächste 100% Video von mir aus Episode 2, der Verrat aus dem DLC Die Tyrannei von König Washington. Diesmal kümmern wir uns um die Mission Eiserner Wille. Ja, eine aus meiner Sicht sehr, sehr gut zu schaffende Mission, wenn man hier zwei, drei Sachen beachtet. Sehr, sehr gut zu schaffende Hauptmission. Ich werde jetzt hier erstmal ein ganzes Stück vorspulen, das ganze Unwichtige. Es kommt hier eine relativ lange Zwischensequenz. Danach müssen wir den Schmied aufsuchen. Ja, da geht ihr dann auch, denke ich mal, ganz klassisch vor. Also könnt ihr wieder euren Wolfsmantel ausrüsten, könnt natürlich auch über die Dächer reisen, je nachdem, wie ihr dann zum Ziel kommt. Ich denke, das sollte keine großen Probleme darstellen. Ja, und als nächstes, wenn wir dann mit dem Schmied gesprochen haben, müssen wir das Pferd des Offiziers aufspüren. Da kommt jetzt hier auch gleich das einzige, also in dieser Mission das einzige optionale Missionsziel mit dem Spiel. Ja, wir müssen das Pferd gleich unbemerkt aufspüren. Sind dann wieder in einem Gebiet, wo relativ viele Gegner sind. Ja, ich habe mich jetzt hier zu dem Gebiet mit dem Wolfsmantel vorgeprescht. Also auch hier unheimlich viele Gegner schon in dem Gebiet, bevor ihr überhaupt beim Pferd seid. Ja, könnt ihr einmal entweder mit dem Adlerflug über die Dächer reisen, denke ich, oder wirklich hier den Wolfsmantel benutzen, so wie ich. Wenn ihr in der Nähe seid, plöppt das Missionsziel auf, unbemerkt das Pferd stehlen. Ja, ich habe es beim ersten Mal jetzt hier nicht hinbekommen. Ich zeige dir das Ganze aber trotzdem, weil man dann an einer Stelle einfach spawnt oder an einer bestimmten Stelle dann spawnt, wenn hier der Checkpoint neu geladen wird, damit du dann genau weißt, okay, wo steigt man da wieder ein, wie bin ich dann vorgegangen. Ja, hier wurde ich jetzt bemerkt, den letzten Checkpoint direkt neu geladen, als ich bemerkt worden bin. Und dann starte ich das Ganze jetzt hier oben. Ja, hier jetzt einmal den Adlerflug ausrüsten, ich springe dann hier nach unten mit X. Ja, justiere den Stick so ein bisschen nach oben. Dann kann man sich hier an das Ding ranschießen oder ranfliegen mit dem Adler. Dann hier wirklich ein kleines Stück geradeaus. Die Schwierigkeit ist hier zu wissen, denke ich, wo, okay, wo ist das Pferd genau, weil das Gebiet sehr, sehr groß ist. Ja, du siehst, ich habe jetzt hier den Wolfsmantel ausgerüstet. Gehe jetzt hier relativ langsam an den Wachen vorbei. Der ganze Weg wird hier relativ knapp mit dem Wolfsmantel. Mit der Energie ist aber gut zu schaffen. Und dann hier an der Stelle siehst du das Pferd, einmal nur runterspringen und dann plöppt sofort das optionale Missionsziel auf, unbemerkt das Pferd stehlen. Ja, die Gegner stehen dann hier trotzdem rum, sehen uns natürlich direkt. Ich denke, das Ganze ist hier dann aber missionsbedingt, storybedingt. Ja, ich bin dann hier ein Stück dann weggeritten. Dann kommt, denke ich, automatisiert, dass hier auf das Pferd geschossen wird. Ja, weil es jetzt hier auch als Hauptmissionsziel aufplöppt, dem Pferd hinterherjagen. Deshalb wird es definitiv so sein, dass du natürlich dann vom Pferd getroffen wirst. Ja, hier habe ich wahrscheinlich jetzt den kleinen Fehler gemacht. Ich bin einfach zu Fuß hinter dem Pferd her, habe hier unheimlich viele Wachen auf mich gezogen oder unheimlich viel Aufmerksamkeit. Ich denke, hier wäre es definitiv besser und einfacher, den Adlerflug dann wieder auszurüsten und sich über die Dächer dann ja, gleiten zu lassen, beziehungsweise über die ganzen Dächer zu springen, zu fliegen. Ja, man zieht da nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Natürlich geht es so auch. Ich habe es dann auch irgendwann bemerkt nach ein paar Sekunden und habe dann den Adlerflug auch ausgerüstet, weil ich gesehen habe, okay, das Pferd ist relativ schnell, reitet mir relativ weit davon. Ja, hier ist es mir dann auch endlich mal aufgefallen, dass es wahrscheinlich so einfacher ist. Ja, und dann immer hier schön den Adlerflug benutzen, mit Dreieck immer schön an die Dächer. Das Pferd kommt dann hier unten zum Stehen. Ich bin dann runtergesprungen. Ja, dadurch, dass ich relativ viele Gegner dann hatte, die mir gefolgt sind, sind mir natürlich hier ein paar Gegner bis zum Ende gefolgt. Ich musste jetzt erstmal anonym werden, um mit dem Pferd zu interagieren. Das heißt, hier einmal kurz die 4, 5 Wachen, die mir am Ende noch gefolgt sind, die habe ich dann erledigt. Ja, ich denke, das kannst du dann besser hinbekommen, sofort den Adlerflug einsetzen. Ich denke, dann werden dir auch überhaupt nicht so viele Wachen folgen. Allerdings ist es jetzt hier auch natürlich kein großes Problem wahrscheinlich. Vom Kampfsystem her, Kreis und Viereck hier für die Counterkills. Ansonsten für die etwas stärkeren Gegner dann Kreis und X, ja, wie jetzt hier bei ihm.
Und dann kann man ihn hier auch sofort eliminieren danach mit Viereck. Und dann müssen wir nur noch mit dem Pferd interagieren, uns einmal draufsetzen. Und dann ist die ganze Mission auch abgeschlossen. Ja, also ich denke, relativ gut machbar. Ja, wenn er jetzt hier Probleme hattest, ich denke oder kann mir vorstellen, wirst du vorrangig Probleme hier mit dem Pferd gehabt haben. Aber ich denke, wenn man dann hier den Checkpoint lädt, wo man neu einsetzt, ja, sich oben dann an die Ecke dran schießen oder dran fliegen, sofort den Wolfsmantel ausrüsten und dann kann man relativ gut unbemerkt, muss man nur ein Stückchen geradeaus gehen und dann kann man direkt auf das Pferd springen. Ja, hier nochmal eine Übersicht, eiserner Wille, 100%, so kann es weitergehen. Das war es auch schon von mir in diesem Sinne. Wir sehen uns im nächsten 100% Video hier im DLC. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.